Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 14 Seasons von den APK Gaming Pros. Wieder mit mir, dem Pierre, natürlich. Ja, und ich muss einmal sagen, ich habe hart genoobt, habe eine Aufnahme gestartet, habe ganz normal anmoderiert, wie immer auch, habe gequatscht. Und dann sehe ich, dass ich mein Headset nicht entmutet habe. Das heißt, ich habe mein Gelaber nicht aufgenommen. Das war ziemlich kacke und deswegen muss ich jetzt erstmal. Habe ich das Spiel zu Ende gespielt? Was ich angefangen hatte, das war gegen Real Madrid. Ich habe 2-0 gewonnen, der Gegner ist rausgegangen. Und daher ist es nicht so schlimm. Und ich muss erstmal kurz was machen. Sorry, ich musste gerade mal kurz mein Fenster schließen, was ich wieder vergessen habe natürlich. Und jetzt geht's los. Diesmal hört ihr mich hoffentlich auch. Außer ich habe aus irgendeinem Grund wieder verkackt. Mit dem Aufnehmen. Meiner Voice. Wow. Okay, jetzt kassiere ich. Da läuft er. Gute Ronaldo und dann hat man ganz ohne sicher. So. So wollten wir den. Aber nicht so. Und auch. Ah, bam. Ich hab den noch gerade so die. Oh, schöner Pass auf Robben. Da läuft er. Der Holländer. Durch keiner in der Mitte. Oh, Mann! Tugic aus dem Rückraum, boah, und den hält Casillas gerade so. Ja, es ist Donnerstag, der 1. Mai. Feiertag natürlich, also muss keiner arbeiten, zum Glück. Zumindest fast alle nicht. Und da habe ich mir mal gedacht, komm, nehmen wir mal wieder ein bisschen FIFA auf. Ich habe auch gerade Bock drauf. Auch mit Bayern zu spielen, ich weiß. Darüber müssen wir nicht reden. Aber ich habe trotzdem Bock. Trotz der letzten paar Tage. Die waren sehr schlimm für mich. Ich war am Boden zerstört. Aber nun haben sie verloren. Egal, das Leben geht weiter. Deswegen immer weiter nach vorne schauen. Klar, alle Bayern-Fans finden scheiße. Ich find's auch scheiße. Aber es gibt Schlimmeres. Und es heißt das 1-0 und wer macht's? Wohoho, Martinez! Martinez macht das 1-0. Nicht Mandzukic. Ich dachte, da steht Mandzukic in der Mitte. Aber dann macht's wohl doch der Martinez. Oder Martinez oder Martinez oder Martinez und keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Also die Betonung von deinem Namen. Evel hat ein Tor gemacht. Wo war Schlingelin? Genau. Ja, ich akzeptiere es. Sie haben nicht so gut gespielt wie im Hinspiel. Obwohl sie darauf verloren hatten, aber das war einfach zu deutlich. Das ist einfach zu bitter, das Ausscheiden. Aber ein Finale haben sie noch. Zu bestreiten. Und das werden sie natürlich gewinnen. Oh. Laufrippe, Frittenfett. Leg. Du Leg-Switch-Hure. Du kannst mir mal dick ein. Alter. Nein! Hure! Geil. Alter, ja, gib dir. Fick dich. Alter, wo läuft Raum lang, Alter? Warum leckt es denn andauernd? Immer wenn ich eine geile Situation habe, so ganz zufällig. Abseits.
Mit Ronigger Daldo, ey. So, dann machen wir mal in die Mitte. Ich kann mich immer mal durchsetzen hier so. Wie jetzt fast, ey, Alter. Alter. Da hab ich ihm den. Oh, da hat sich er durch Rom schön durchgesetzt, ey. Und schon wieder. Alter. Ah, schade, der setzt sich ja beinahe durch am Arsch. Junge Dante, Temposchub. Und dann läuft er nicht ins Aus. Alter, boah, Team! Du Kacknicker, ey. Aber wieder macht das 1000 Tor. Lauf doch, Mann. Neuer. Boah, ey. Das war so scheiße. Oh. Wieder abseits. Vielleicht könnt ihr den Anhänger den Ball annehmen. Lol, kann er echt. Komm, den Ball erkämpfen wir uns hier. Komm! Zack, den kriegt er nicht so fest aufs Tor. Ich glaub's, ich fass es nicht. Boah, leck mir doch die Cojones, ey. Ah ja, den kriegt er natürlich noch, ey. Natürlich auch noch. Fick dich. Komm! Boah. Tun nicht alle gerade voll schwer, den Ball zu kontrollieren, ey. Nice. Das kann ich doch nicht verarschen, Alter, so einen kleinen Lutschern, ey. Komm, Mann, zu Kitsch! Ich spielst du nicht da unten. Oh Mann! Das ist eine Scheiße, ey. Oh, ich schieße wieder auf mein scheiß Kabel. Den musste er echt nicht in die Hand nehmen. Den hätte er auch einfach jetzt ausgehen lassen können. Fick. Ja, Rom. Beweg dich doch auch mal. Boah, was eine verfickte Scheiße das doch gerade war, ey. Da kriegt er den. Leute. Naja. Den nimmst du schön in die Hand. Jetzt gib dir. Und räumst du den Abseits. Da brauchen wir gar nicht mal hinzugehen. Und mir lässt er nicht ins Auswählen, oder? Dann dürfen wir nicht ausgehen. Ist aber gut für mich, wenn er den nicht ins Ausgehen lässt, weil dann kann ich nämlich jetzt den Ball so annehmen. Und dann läuft natürlich ein Ribéry da oben nicht. Aber. Oh, ey. Ja, hallo, Alter, ey. Lahm! Geil! Lahm macht hier noch das 2:0. Casillas guckt, als wäre gerade keine Ahnung. Hätte ich gerade in die Hose geschissen und wird gerade runterlaufen, Alter. Hier war es ein One-Touch-Fußball. Und dann, boah, macht der Lahm den eiskalt rein, ey. Was ist los mit dem, ey? Junge. Richtig schönes Tor von Lahm. Läuft. Beim kleinen Lahm hier. Boah, jetzt pfeift der Schiri ab. Genau jetzt, wo ich einen Konter fahren kann, pfeift der Schiri die Hauptzeit. Ja. Läuft doch schon mal nicht gut. Nicht gut. Ich schon sagen, what the fuck. Ich werde 2:0 und es läuft nicht gut. Ein wenig fail. Okay.
Ah, dann kommt der Ribéry, der, Alter, genau. Braucht 10 Jahre, um den Ball zu passen, ey. Nix da, mein kleiner Freund, ey. Kannst mir mal dick die Cojones lutschen. Komm, pass doch den Ball, ey. Komm, Mann, Zukic. Boah, Mann, ist so am Verzögerungswix-Kacke, ey. Wir brauchen 10 Jahre, um irgendeine Aktion auszuführen. Komm, nimm ihn jetzt mit dem Kopf, ey. Ja, Alter. Ihr sollt euch nicht gegenseitig ver... Alter. Nicht mal einen ordentlichen Seitenwechsel kriegt er hier hin, ey. So, einfach nicht vorbei. Fick dich, Marcelo. Oh, ey, das läuft... Ach, komm, einfach jetzt aus! Hast du... Der... Oh Mann! Boah, ey, das ist ein Witz. Scheiße. Boah, ja, der den hat er mal gut geschlagen, diesen Ball, ey. Boah, Ribéry, fall doch nicht aufs Maul. Und 3-0. Diesmal ist es mal Zukic. Mann. Endlich. Fickt euch an. Schön. Von Alaba die Ecke geschlagen. Und dann ist Mandzukic in der Mitte und köpft das Ding. Zum 3-0. Wenigstens in FIFA bin ich in Raper-Stimmung. Was ist los, ey? Nein, mein Freund. Junge, du kommst nicht gegen Ribéry hinterher. Nein, er wird da abgefälscht. Ich wette von einem Spieler. Das ist ein Scherz. Ein eigener Spieler blockt diesen Ball ab, ey. Ficken! Bam! Wow, was ein geiler Pass! Und da ist das 4-0. Jetzt ist es eine Blamage für den Gegner. Tja! Das, was die echten Madrilenen können, kannst eben du nicht. Und ich zeig's. Ich spiel genau. Tada! Ich hab Pause gedrückt. Ich vergesse, wo ich hängen geblieben bin. Egal. Auf jeden Fall geht's weiter. Genau. Das, was die Bayern am Dienstag nicht konnten, nämlich Tore schießen, mache ich jetzt. Und zwar genauso eindruckswürdig, wie es hätte machen sollen. Ah gut, da war ich jetzt zu viel, aber beim 4-0 ganz im Ernst. Da kann ich mir ein bisschen was leisten. Weil der Gegner nicht so Premium ist. Oh, das war jetzt mein Fail. Alter Neuer. Mitte ist frei. Läuft. So. Spielen wir noch hier oben. Da läuft der gute Mann zu Kirsch wieder, Alter. Und dann macht der da. Ficken. Irgendwann macht der Schnitt 5-0. Egal. 72. Minute, da steht 4-0. Besse kann's nicht laufen. Oh, Robin, dann lauf doch aber auch. Lol. Oh! Da haut er das Ding an die Latte. Komm!
Na, ey, wieder meine eigenen Kackspieler stehen mir im Weg, ey. Boah, das war jetzt mies. Na, da läuft der Alarm. Boah. Ob der Gegner das ein bisschen überfordert. Oh Gott, da war ich jetzt gerade selbst dran, ich wollte, war richtig fail. Aber wieder bereinigt. Komm, Alter, mach mal ein bisschen einen auf. Ich kann die Scheiße auch machen, Alter. Warum, ohne Scheiß, warum läufst du denn da nach oben? Mann, ich würde sogar noch das, lol, das war geil gespielt, ey. Das muss man an ihm lassen. Den Toni Kroos. Einfach nochmal gefault. Einfach nochmal zwischen die Beine genockt, ey. Das ist schön. Stylisch. 4-0, ey. Du kannst gegen Real für mich immer laufen. Arsch lecken. Schade. Hätte ja klappen können. Aber man tut jetzt voll sich richtig geil durchgesetzt, muss man sagen. Und abseits. Dick Daldo, ey. Ich bin Ronaldo, ich bin scheiße. Es ist gar nicht, wie mich einer attackiert. Die decken nicht mehr richtig. Da kann man eine Reparie so laufen wie jetzt. Ah, schade. Oh nein! Und dann verkackt auch mal einen Lupfen. Und gewonnen. Oh yeah, Bitches. Oh, das war ein schönes Spiel, ey. Außer die Legs. Die waren scheiße. Aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Javi Martinez, Lahm und zweimal Mario Mandzukic. Wie sieht mit der Statistik aus? Wenn wir mal Lucky Lucky machen. Boah, sieht eigentlich ziemlich nice aus. Hier. Viele Chancen gehabt, ey. Also im Großen und Ganzen verdient gewonnen. Alter, enden, muss man sagen. Verdient gewonnen. Läuft aufstiegssicher. Oh, ist das schön. Egal, Leute. Das war's von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zuzugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.